Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute Samstag und ich habe ja in meinem letzten Vlog schon gesagt, dass ich jetzt am Wochenende noch weiter vloggen werde. Wir haben jetzt mittlerweile schon, Moment, ich muss gucken, 20 vor 11 und wir werden heute ja mit dir, Miro, zum See fahren. Das hatte ich ja auch schon im letzten Vlog erwähnt. Und ich werde jetzt hier mal noch ein paar Sachen im Haus erledigen und machen, damit ich das heute Abend nicht mehr machen muss, weil wir wollen so in ungefähr 40 Minuten losfahren. In der Zeit kann ich jetzt hier noch ein bisschen was tun. Die zwei da unten spielen. Und ich wollte euch ja noch zeigen, das habe ich ja gesagt, auch im letzten Vlog, dass wir uns eine neue Drohne gekauft haben. Und zwar habe ich mir die DJI Spark gekauft. Und wie ihr sehen könnt, ist die echt mini klein. Die passt genauso auf meine Hand drauf. Und ist super leicht und hier der Controller, der ist auch noch dabei, also der ist nicht dabei, den muss man extra kaufen. Aber auf jeden Fall ist die um einiges kleiner als unsere alte. Ihr wisst ja, glaube ich, unsere alte, die wir hatten, das war die DJI Phantom 3 Standard. Und der Grund, warum wir uns eine neue gekauft haben, ist folgender. Ihr habt ja bestimmt auch gemerkt, dass es ewig keine Aufnahme mehr mit der Drohne gab, dass unsere leider kaputt gegangen ist. Es war sehr traurig, aber es sind zwei Sachen kaputt. Einmal ist der Gimbal gerissen. Wir haben zwar versucht, es zu kleben, aber die Horizontale ist jetzt immer ein bisschen schief. Und wir hatten auch irgendwie Probleme mit dem Connecten. Also wir konnten uns irgendwie nicht mehr mit dem Handy verbinden, sodass wir gesehen haben, was wir filmen. Und natürlich ist das alles passiert, nachdem die Garantie abgelaufen ist, so wie das immer ist. Und ja, jetzt habe ich wirklich ewig immer überlegt, soll ich mir eine neue kaufen oder nicht. Und ich fand schon die ganze Zeit halt auch diese kleine so toll, weil man die halt echt viel besser überall mit hinnehmen kann und nicht so einen riesen Teil dabei hat, weil die große mussten wir immer extra mit dem Koffer mitnehmen, auch wenn wir die mal mit in Urlaub genommen haben. Das war halt schon immer ein sehr großer Aufriss und die kleine, die kann man jetzt echt überall mitnehmen. Und wir haben hier, da war das Teil hier dabei, das ist wie so aus so einem härteren Styropor. Da kann man die dann reintun. Das kriege ich natürlich mit einer Hand nicht auf. So. genau, da passt die genau rein. Und dann kann man die nämlich, wenn man verreist, auch einfach in den Koffer legen. Ich glaube, ich habe hier zwei Kinder. Ja, auf jeden Fall kann man das dann da gut reintun und verstauen. Und ja. Das war so, war jetzt noch mit ein ausschlaggebender Grund. Die ist zwar von der Reichweite ein bisschen schlechter als unsere alte, aber ich sag mal, für unsere Zwecke reicht das vollkommen aus. Und die Qualität ist trotzdem super. Also da kann man wirklich nicht meckern. Die hat natürlich auch einen Bildstabilisator und all das drin. Ja, und deswegen ist die jetzt bei uns eingezogen. Und der Marc kommt nachher auch zum See und versucht mal ein bisschen damit zu fliegen. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich räume hier erstmal noch ein bisschen was weg und dann, damit ich dann loskomme. So, habe sogar noch 10 Minuten Zeit. In 10 Minuten wollen wir losfahren und ich habe jetzt alles fertig gemacht, habe oben noch meine Wäsche eingeräumt und habe alles hier zusammengepackt, dass wir jetzt startklar sind. Die Lilly schläft jetzt noch, die macht noch ihren Mittagsschlaf, damit der Marc sie danach noch füttern kann und wenn die dann aufgefüttert ist und alles, dann kommt er uns dann besuchen. Wir treffen uns dann quasi am See. So der Plan. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann später entweder im Stall oder am See. Schaue ich einfach mal. Also bis gleich. So, wir sind mittlerweile im Stall angekommen. Ich habe den Diamiro gerade erstmal von der Koppel gefischt und jetzt erstmal mal kurz hier reingestellt. Den werde ich jetzt erstmal putzen. Und dann geht es gleich los Richtung See. Aber bevor es soweit kommt, dass wir losfahren, wollte ich euch noch kurz zwei Sachen zeigen. Da warte ich aber ganz kurz, bis ich einen Kameramann habe, beziehungsweise eine Kamerafrau. Und dann werde ich euch gleich ein paar Worte noch zu den beiden Sachen, die ich euch zeigen will, sagen. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich euch noch was zeigen will. Und zwar gibt es nämlich ab nächste Woche Dienstag, den 27., gibt es die Dressurgamaschen von Rider Steel, die Softgamaschen. Die werde ich euch jetzt gleich nochmal am Pferd zeigen. Ich habe es jetzt erstmal hier ausgebreitet. Das ist die Farbe Purple für alle, die es interessiert, die ich jetzt hier habe. Aber ich werde gleich beim Anziehen ein bisschen was dazu sagen und dafür drücke ich jetzt mal die Kamera meiner Mama in die Hand. So, also, die Softgamaschen von Rider Steel sind ein bisschen verändert worden.
Da wurden die Größen ein bisschen angepasst, weil viele von euch haben vielleicht auch gemerkt, dass die letzten ein bisschen zu lang waren. Ich habe jetzt hier für vorne die Größe L. Das ist auch eigentlich das, was ich sonst immer für die Amiro gebraucht habe. Das heißt, die sind jetzt von der Länge wieder passend. Und was noch geändert wurde, sind die Klettverschlüsse, die Elastikverschlüsse. Das war nämlich so, dass diese Elastikverschlüsse viel zu lang waren und die Gamaschen deshalb auch nicht gut gehalten haben. Jetzt sind die gekürzt worden. Heißt, die Gamaschen haben wieder einen viel festeren und besseren Sitz, schnüren aber auch trotzdem nicht ab. Also hier ist wirklich genug Spielraum und es ist aber wirklich einfach nicht zu lang. Das heißt, ich habe jetzt hier vorne wieder bei Diamiro L. Diamiro ist ja ein ganz normales Warmblut mit einem Stockmaß von 1,68. Einfach für euch mal ein bisschen als Orientierung, was ihr an Größen vielleicht braucht. Vorne L, hinten XL, die mache ich euch jetzt auch gerade einmal drauf, damit ihr es hinten auch mal seht. So. Jetzt könnt ihr nämlich sehen, dass es von der Länge her wieder viel, viel besser passt. Weil die anderen, die ich hatte, die waren wirklich einfach zu lang hinten. Das haben mir auch ein paar von euch geschrieben gehabt. Also wie ihr seht, Rider Steel ist wirklich stets daran interessiert, die Produkte immer weiter zu entwickeln und zu verbessern, wenn da irgendwas nicht passt oder geändert werden muss. Und das wurde jetzt gemacht. Wie ihr jetzt sehen könnt, passen die Gamaschen viel, viel besser jetzt. Ich mache aber gleich nochmal die anderen beiden dran, damit man ein vollständiges Bild hat. So, ich habe jetzt mal für euch alle angezogen und wie ihr sehen könnt, die Passform ist jetzt wieder viel, viel besser und auch die Klettverschlüsse, das passt jetzt viel besser, weil die einfach nicht mehr zu lang sind. Ordentlich Zug zwar trotzdem haben, dass sie nicht mehr rutschen, aber ja, jetzt bin ich wirklich wieder zufrieden mit der Passform und es passt auch jetzt wieder die Größe, die ich sonst immer genommen habe. Also wie gesagt, vorne komplett L, hinten trägt er XL, auch die Glocken sind L. Für euch nur zur Orientierung, damit es vielleicht ein bisschen einfacher ist bei eurer Auswahl. Ich denke mal, Ponys tragen vorne M und hinten L, aber es kommt natürlich auch ganz drauf an, wie die Beine eurer Pferde ausfallen. Diamiro zum Beispiel braucht immer relativ große Glocken. Ja, aber so sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Und ja, ab Dienstag gibt es die bei Rider Steel. Ich blende euch hier auch nochmal alle Details ein und in der Infobox gibt es den Link. Und dann könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Die gibt es wieder in ganz, ganz vielen schönen verschiedenen Farben. So, was ich noch zu den Gamaschen sagen wollte, wenn ihr mal die Größenabmessungen haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Rider Steel bei Instagram vorbei. Die haben da ein Story-Highlight erstellt mit den ganzen Größen und den Abmessungen auch wirklich, wie lang, wie breit, auch bei den Glocken, damit ihr dann nochmal wirklich 1:1 bis ins Detail die Größe der Gamaschen habt. Also einfach mal da reinschauen, die haben das wirklich alles von Größe S bis XL, alles aufgelistet und dann könnt ihr euch wirklich ganz sicher sein, dass ihr die richtige Größe für euer Pferd bestellt. Wer aufmerksam meine Instagram-Account verfolgt, der hat ja bestimmt gesehen, dass Madeleine letztens in die Amiro geritten ist. Die Madeleine hatte mit blauer Reithose an, ich blende euch gerade hier das Foto ein. Und ganz viele von euch haben mich gefragt, was das für eine Hose ist. Und zwar ist es die neue Zeit von Rider Steel, die ich jetzt hier auch in der Farbe Grey trage. Einfach für euch als Farborientierung, bevor es wieder heißt, was trägst du da für eine Farbe? Deshalb, weil die ganzen Details bei der neuen hier in Grau bzw. Silber gehalten sind, auch das Logo. Die haben jetzt auch hier neu diese drei Steine als Applikationen. Ich drehe mich auch gerade einmal für euch ein bisschen rum, damit ihr die Hose auch einmal von hinten sehen könnt. Genau. An sich von der Passform her kann ich nur wieder sagen, wirklich, die sitzt wie angegossen, wie eine zweite Haut. Die ist super bequem, hat einen total angenehmen Stoff. Gerade jetzt für den Sommer, es ist nicht zu warm und sie sitzt auch einfach von oben richtig gut. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt hier eine Größe 38 an. Normalerweise vor der Schwangerschaft hat mir auch 36 gepasst. Das wäre jetzt noch ein bisschen zu eng. Ich will ja nicht aussehen wie eine Presswurst. Deshalb einfach auch wieder für euch als Orientierung, weil viele fragen immer, wie die Größenverhältnis, das Größenverhältnis ausfällt. Ich trage normalerweise auch schon vor der Schwangerschaft eine 38. Aber in der Hose habe ich vorher tatsächlich eine 36 getragen. Das heißt, die fällt tendenziell ein kleines bisschen kleiner aus. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, die 38 passt auch wunderbar. Also es ist wirklich nur eine kleine Nuance dann am Ende. Und die ist wirklich von der Qualität wieder super. Und ich trage mittlerweile auch fast nur noch die Rider Steel Reithosen. Egal ob die Leggings oder die Reithosen, weil sie halt einfach wirklich super bequem sind. Ich vergesse sogar teilweise zu Hause die Leggings auszuziehen, weil sie einfach so bequem ist und wie eine normale Jogginghose. Und was ich mir mittlerweile auch überhaupt nicht mehr wegdenken könnte, ist diese Handytasche. Es ist einfach sowas von praktisch, dass man das Handy immer griffbereit hat. Auch im Sommer, wenn man ausreiten geht und im Winter hat man ja so Jacken, wo man es mal in die Jackentasche stecken kann. Aber selbst im Sommer hat man eine Möglichkeit, das Handy immer dabei zu haben. Und es ist auch eine Stelle, an der nichts stört. Also
wenn man es hier oben reinsteckt, dann stört es beim Reiten, wenn man die Beine ein bisschen anwinkelt. Also es ist wirklich nicht mehr wegzudenken. Und ich habe auch letztens schon gesagt, eigentlich dürfte es gar keine Hosen mehr geben, die das nicht haben, beziehungsweise auch gar keine Jogginghosen, Leggings, die nichts mit dem Reiten zu tun haben. Weil jedes Mal, wenn ich so eine Hose anhabe, passiert es mir, dass ich mein Handy da reinstecken will und es fast fallen lasse. Also wirklich eine geniale Erfindung, kann ich nur sagen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden und trage die Hosen wirklich sehr, sehr gerne. So, dann noch kurz was zu dem Termin. Die Hose kommt am 29.08. Also ab dem 29.08. könnt ihr die Hose bei Riderstyle erwerben. Ich packe euch auch hier wieder alles in die Infobox, den Link und den Tag nochmal, damit ihr es nicht verpasst. Und ja, so viel zu den beiden neuen Sachen, weil das sind wirklich die meistgefragten Sachen bei Riderstyle, sowohl die Gamaschen als auch die Reithosen. Bald wieder da, also seid schnell, die sind wirklich immer sehr, sehr schnell alle vergriffen, gerade die gängigen Größen. Aber jetzt wisst ihr Bescheid und ja, schaut mal, ob ihr was für euch Passendes findet, aber es sind wirklich auch immer so viele Farben, also da ist für jeden was dabei. So, und jetzt habe ich genug gequatscht und jetzt fahren wir nämlich mal zum See. So, Diamiro und ich sind startklar, der Hänger ist auch startklar, der muss gleich nur noch ein Stück nach vorne gezogen werden. So, jetzt sehen wir wieder aus wie ein Gespenst. Ja, zum Schwimmen gehen braucht man ja nicht wirklich viel, wir haben Diamiro jetzt einfach nur ein bisschen sauber gemacht, aber im Wasser wird er gleich richtig sauber. Und ich habe einfach nur ein schwarzes Nylonhalfter und habe hier einen langen schwarzen Strick ohne Panikhaken. Ich habe extra ein bisschen so einen Bodenarbeitsstrick, so einen dickeren, längeren, weil ich da einfach im Wasser ein bisschen mehr Spielraum habe. Dass er mir nicht zu nah an mir kommt, dass ich die Leine ein bisschen länger lassen kann und dass er da einfach sich ein bisschen besser um mich rum bewegen kann, sozusagen. Jetzt muss man kurz warten, weil der Hänger kommt gleich. Ja, also weil mich immer ein paar Fragen mit, was wir immer schwimmen gehen. Also ich habe am Anfang auch mal eine Trense ja immer drauf gemacht. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, dass der Diamiro lieber mit Halfter schwimmt, weil er manchmal dazu neigt, so ein bisschen nervös im Wasser zu werden und mit dem Kopf so zu schnicken. Und wenn er dann das Gebiss drin hat, dann gibt er sich jedes Mal eine mit. Ich habe das halt am Anfang die ersten Male gemacht, weil ich natürlich nicht wusste, wie er sich im Wasser verhält. Aber da ich jetzt mittlerweile weiß, wie er ist und wie er sich da verhält, kann ich das halt guten Gewissens auch machen, nur mit dem Strick um Halfter. Ich habe meistens zur Not immer mal noch eine Gerte mit in der Sattelkammer hier im Hänger oder eine Trense, falls er wirklich mal komplett am Rad drehen sollte. Weil man muss ja auf alles gewappnet sein mit den Tieren. Aber im Grunde genommen macht er das echt immer super brav und ist auch mit dem Halfter viel, viel zufriedener dann immer im Wasser. Ja, und jetzt lade ich ihn mal auf und dann fahren wir mal los. So, gute Fahrt. Schaut mal, es ist wieder mal seit langem mein ganz neues Bild. Es ist ein ungewohntes Bild, die Mama und ich zusammen im BMW mit Pferdehänger hinten dran. Ja, wir fahren jetzt los und ich wollte noch kurz was dazu sagen, weil mich ein paar auch letztes Jahr oder die Male davor, immer wenn wir schwimmen waren, gefragt haben, was ich denn im Wasser, ob ich da Schuhe anhabe. Ja, ich habe so Schwimmschuhe an, die kann ich euch gleich auch mal zeigen, wenn wir dort angekommen sind. Ich bin zwar auch schon mal barfuß drin gewesen, aber es ist dann doch so ein bisschen ein sichereres Gefühl auch für einen selbst, wenn man dann einfach was an den Füßen hat. Ne? Auch gerade beim Untergrund weiß man ja auch nie zu 100%, wie der ist. Also schon weiß man, dass der stabil ist, aber es kann ja immer mal irgendwo ein Stein oder irgendwas sein, wo man drauf tritt. Und da ist es dann schon besser, wenn man einfach was an den Füßen hat. Und die zeige ich euch dann gleich, wenn wir da sind. Mein Bikini habe ich hier schon unten drunter. Und das Gute an dem See, wo wir hinfahren, ist, dass da schon ein großer Parkplatz dabei ist, weil da halt nebendran eine Sporthalle ist. Das heißt, wir haben da immer schön viel Platz und es ist eigentlich echt immer schön und entspannt dort. So, das sind übrigens diese Badelatschen, von denen ich gerade gesprochen habe. Sehen nicht besonders schön aus, aber es ist ja auch egal, sieht man eh nicht, die sind eh im Wasser. Ja, wir sind jetzt hier, so sieht übrigens der See aus. Wir haben hier gerade noch zwei andere Pferde getroffen. Die sind auch gerade ein bisschen am Bildermachen, deswegen warten wir noch einen Moment. Aber das ist ganz gut, hier ist mittlerweile nämlich ein bisschen Platz. Hier kann man nämlich jetzt, ich habe ja den langen Strick dabei, kann man Diamiro schon mal longieren hier. Und der Marc war auch auf dem Weg, also passt es jetzt ganz gut, dass wir noch ein bisschen warten mussten, weil dann ist er nämlich auch passend hier, wenn wir jetzt gleich loslegen, weil so ewig
will ich dann ja auch nicht mit ihm da immer schwimmen. Das ist ja auch anstrengend. Da reichen echt so ein paar Minuten. Aber schaut mal, das ist halt einfach schon geil hier. Das ist schon schön. Es geht total flach rein und ist nicht tief. Der Untergrund ist befestigt. Das ist echt, und auch von der Kulisse, es ist halt einfach mega perfekt hier. Das findet man nicht alle Tage. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir hier sowas in der Nähe haben. Und jetzt wird Yamiro hier noch, der weiß schon genau, um was es geht. Yamiro wird noch ein bisschen geführt. Dann lassen wir die jetzt noch hier zu Ende machen und dann gehen wir noch mal rein. Aber der ist hier in dem See, ist der total gechillt, ne? Gell, der war anders da, an den Seen war er aufgeregter, gell, Marc? Finde ich. Letztes Jahr hat er sich ja hier vorne hingelegt und dann wollte er so den Kopf rummachen, weißt du, war mit dem Ohr dann im Wasser. Ist der so albern? Mach das, Yamiro. Schwimm mal dahin. Hi. Findest du nett? Ah, das ist lustig, ne? Hallo! Auch die Kamera klauen? Ich auch die Kamera klauen? So, fertig, Szene beendet. So, ihr Lieben, mittlerweile sind wir wieder zu Hause und im Hintergrund hört man ein altbekanntes Geräusch. Aber ich mach's mal kurz aus, so lang wie ich ein bisschen hier rede, weil sonst geht's euch noch auf den Zeiger. Ja, also wir sind wie gesagt wieder zu Hause. Ich habe schon geduscht und Haare gewaschen, den ganzen See von mir gewaschen sozusagen. Lilly liegt hier gerade vor mir auf der Spielmatte und guckt mich an, wie ich mit euch rede. Das ist nämlich dann wieder viel spannender, als auf der Matte zu spielen. Weil ich lege sie echt bewusst mehrmals am Tag hier drauf, damit sie einfach ein bisschen üben kann mit der, mit dem auf den Bauch rollen und dann vom Bauch wieder auf den Rücken. Das hat sie nämlich jetzt seit ein paar Tagen richtig raus, weil vom Rücken auf den Bauch drehen kann sie sich ja schon die ganze Zeit. Aber dann vom Bauch wieder auf den Rücken, das hat sie die ganze Zeit noch nicht so kapiert. Das war dann immer eher so ein Zufall, dass es geklappt hat. Aber jetzt hat sie es raus so langsam und dann dreht sie sich hier einmal. Wenn ich sie hier hingelegt habe, dann ist sie irgendwann dann da. Also sie kann sich jetzt echt schon hier so quer rumrollen. Und auf dem Bauch merkt man jetzt dann auch so langsam, dass sie sich versucht vorwärts zu robben. Also von daher als Training ist es echt immer ganz gut, die Babys oder die Kinder ein paar Mal am Tag auch wirklich machen zu lassen, wenn sie das zulassen natürlich, ne? Ja, und ansonsten haben wir heute eigentlich keinen großen Plan mehr. Der Marc ist jetzt gerade oben auch duschen. Der muss heute Abend wieder weg. Der hat noch Dienst beim Fußball.
Und deshalb werden wir uns dann hier auch noch einen ganz entspannten Abend machen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, ob Lilly vielleicht gleich doch noch mal schläft, weil ich habe das Gefühl, die ist doch noch ein bisschen müde. Die hat zwar eben, als wir heimkamen, auch schon wieder circa eine halbe Stunde geschlafen, aber irgendwie ist sie noch nicht so ganz gut gelaunt. Deswegen vielleicht muss sie einfach noch mal. Wir haben es jetzt mittlerweile auch schon wieder 16.30 Uhr und eigentlich wäre genau jetzt noch mal die Zeit, sie hinzulegen. Deswegen werde ich das jetzt auch gleich versuchen. Weil nach 17 Uhr lege ich sie eigentlich ungern nochmal hin, weil dann lege ich sie lieber um 6 Uhr schlafen, ganz ehrlich. Aber jetzt nochmal um 17 Uhr dann irgendwie sie hier unten schlafen zu lassen oder was weiß ich. Ah, seht ihr es jetzt? So, sie versucht sich jetzt echt schon abzudrücken mit den Beinen. Und ja, deshalb lege ich sie dann echt auch nicht mehr hin, sondern wenn ich dann merke, dass sie dann halt müde wird, irgendwann so gegen 6, dann bringe ich sie dann schon ins Bett. Wir versuchen ja gerade aktuell, sie eigentlich eher immer so gegen 7 ins Bett zu bringen. Das passt auch eigentlich immer ganz gut, wenn sie nochmal ein Schläfchen gemacht hat, so zwischen 16 und 17 Uhr. Da guckst du wieder mir zu, gell, wenn ich hier rede. Gell? Das ist so spannend, wenn die Mami redet, gell? Du machst hier noch eine Wendeltreppe in den Hals. Ja, guck mal hier, die Sophie. Übrigens haben mir da auch ein paar, als sie das mal im Video gesehen haben, geschrieben, dass man da aufpassen muss, weil die mal gerne von innen schimmelt. Das habe ich auch schon gesehen, aber wir nehmen die nicht mit ins Wasser. Also die bleibt ja immer außerhalb von Wasser und deswegen sollte da eigentlich so schnell auch nichts passieren. Ja, genau, das habe ich aber auch schon gesehen gehabt. Ja, und Lilly beschäftigt sich jetzt hier mal noch ein Momentchen und dann gucke ich mal, ob sie doch noch mal jetzt vor 17 Uhr ein paar Minuten die Augen zumacht. Und ansonsten würde ich sagen, ich melde mich einfach später nochmal. Nein! Wenn sie gleich guckt. So, Lilly schläft. Sie ist jetzt wir haben jetzt 7:10 eingepennt. Und mal schauen, ob sie jetzt nochmal wach wird oder nicht, aber ich glaube, sie ist über den Berg. Manchmal ist es so, dass sie nochmal so ein paar Minuten dann nochmal anfängt, sich ein bisschen zu bewegen und dann muss ich vielleicht manchmal auch nochmal hoch. Manchmal schläft es von selber wieder ein und manchmal halt einfach nicht. Gibt aber auch viele, viele Abende, an denen sie gleich beim ersten Mal einfach durchschläft. Genau. Aber ich werde mir jetzt erstmal was zu Abendessen machen und werde den Vlog auch dann jetzt gleich hier beenden. Der ist nämlich auch wahrscheinlich schon wieder lang genug. Und jetzt habt ihr immer noch mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie bei uns die Zu-Bett-Geh-Routine so abläuft. Also nichts Spektakuläres, aber es funktioniert und sie schläft super gut. Und wird jetzt wahrscheinlich das erste Mal wach so gegen 11, 12 oder sowas. Kommt immer drauf an, wann sie dann schlussendlich eingeschlafen ist, aber meistens nochmal so zwischen 11 und 12 irgendwann. Aber das ist eh meistens so die Zeit, wo wir dann auch zum hoch ins Bett gehen, von daher passt es dann immer ganz gut. Ja, und dann nachts ist es unterschiedlich, es ist total unterschiedlich. Also es gibt Nächte, da wacht sie mehrmals auf und es gibt Nächte, da wacht sie nur einmal auf und dann am nächsten Morgen. Ja, also das ist noch total unbeständig und es kommt auch immer drauf an, ob sie einen Schub hat oder nicht. Ja, jetzt bewegt sie sich gerade nochmal. Also es könnte sein, dass ich doch nochmal hoch muss, bevor ich mir was zu essen machen kann.
Aber ich würde sagen, wir beenden den Vlog jetzt hier und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute beim Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüssi!